Wasser sehen, Land spüren, lautet der Titel der neuen Ausstellung in der Villa Seilern Galerie von Manfred Hebenstreit. Manfred Hebenstreit präsentiert in diesem Rahmen jüngste Werkserien mit Bildtiteln wie Hierzulande oder Landstriche. Es sind aber auch Unterwassermotive aus seinem aktuellen Projekt Seascapes zu sehen. Der Künstler sichtet die vielen Gewässer des Salzkammergutes, nimmt das reiche Farben- und Formenrepertoire dieser Naturschauplätze fotografisch auf und lässt anschließend Teile davon in seine Glasleuchtbilder und Leinwände einfließen. Ja, die Situation, wie allseits bekannt, ist Corona-bedingt etwas herausfordernd und anders. Und wir haben uns diesmal entschlossen, tatsächlich ohne geladene Gäste eine Ausstellungseröffnung per Videobotschaft sozusagen durchzuführen. Die Situation ist so, dass wir uns gedacht haben, den Zeitort der Kunst gibt es seit 2012 und wir werden es uns nicht nehmen lassen, dass wir die Kunst in unserem Zeitort der Kunst leben lassen und eröffnen heute die Ausstellung von Manfred Hebenstreit unter dem Motto Wasser sehen, Land spüren. Und ich hoffe, wir erreichen ganz viele Villa Seilern Kunstfreunde über diesen Weg der Videobotschaft. Ja, wir haben uns für Manfred Hebenstreit entschieden, weil er einer der bekanntesten Künstler in Österreich ist. Aber nicht nur in Österreich, sondern eigentlich weltweit schon, hat er schon ausgestellt. Und das hat uns so fasziniert, dass wir beschlossen haben, ihn anzuschreiben und ob er bei uns ausstellen will. Und er hat uns dann sofort zugesagt und so sind wir zu Manfred Hebenstreit gekommen. Also wir sind sehr stolz drauf, dass wir das so erreicht haben. Die Villa Seilern Galerie ist ja dafür bekannt, dass es ganz, ganz viele verschiedene Ausstellungen gibt und dementsprechend auch verschiedene facettenreiche Künstler. Welche Voraussetzungen sozusagen stellen Sie denn an den Künstler? Wir machen da zwei Wege, das heißt die Bekannten und auch die, die schon auf dem Weg sind, bekannt zu werden. Und eigentlich ein dritter Weg, Künstler aus der nahen Umgebung laden wir auch immer wieder ein, dort bei uns in der Villa Seilern auszustellen. Lieber Manfred, wir sind sehr stolz, dass du bei uns ausstehst in der Villa Seilern. Das freut uns natürlich sehr und wir wollen dich aber auch ein bisschen kennenlernen. Ja, wie schon erwähnt, im Innviertel geboren, dort aufgewachsen, nach der Schule dann eine Ausbildung in Braunau als Feinmechaniker und durch diese Ausbildung schon sehr früh nach Australien ausgewandert, aber auch in Australien gearbeitet. Und vielleicht noch mal kurz zurück zur Schule. Ich schon als Kleinkind habe ich schon immer gemalt. Das war eigentlich mein größter Wunsch, Künstler zu werden oder Maler zu werden. Und das ist mir dann auch, nachdem ich in Australien gearbeitet habe, bin ich dann wieder retour nach Österreich und habe versucht dann in den verschiedenen Kunstakademien mich zu bewerben, was mir dann auch in Linz geglückt ist, dort aufgenommen zu werden. Und so bin ich dann seit der Kunstakademie eigentlich als Künstler tätig. Ja, ich finde diese Ausstellung hier für mich persönlich auch sehr spannend, weil es eigentlich eben nicht der übliche Weg ist, wo man eben in Museen oder in Galerien sozusagen seine Werke zeigt, sondern eigentlich in einem öffentlichen Rahmen, wo sich eben Leute aufhalten, die eigentlich nicht selbstverständlich immer mit Kunst konfrontiert werden. Und ich finde das einen sehr spannenden Weg eigentlich, wie sozusagen dieses Publikum hier auf meine Arbeiten reagiert. Wie ist es, wenn man jetzt den Titel der Ausstellung auch hört, Wasser, Seen, Land spüren, wenn man sich im Neoprenanzug plötzlich unter Wasser im Salzkammergut befindet? Ja, es ist schon richtig angeschnitten worden von deiner Seite, dass ich eben vorher eben vor allem in Australien sehr viel im Great Barrier Reef schnorcheln war oder auch im Roten Meer oder eben im Indischen Ozean. Und da das in Zeiten wie diesen eben sehr schwierig geworden ist, habe ich mir überlegt, wo kann ich mein Thema, was ich schon seit über 12 Jahren mich mit dem Wasser auseinandersetze, näher bringen. Und so kam eigentlich Stück für Stück eben die nähere Umgebung vom Beuerbach aus, man ist ja in einer Stunde in diesem wunderschönen Salzkammergut. Und gerade diese vielen Seen, das ist mir dann immer mehr wirklich bewusst geworden, was das eigentlich für ein tolles Geschenk ist. Jeder See hat eine andere Stimmung, eine andere Farbigkeit, einen anderen Charakter. Und eigentlich bin ich da gerade erst im richtigen Beginn dieser neuen Serie. Und vor allem jetzt auch Stichwort Neoprenanzug, ich werde jetzt gerade jetzt, wo es sehr ruhig ist in den Seen, das jetzt glaube ich hoffentlich richtig genießen, weiter zu fotografieren und zu forschen.
Ja, natürlich bei der Vorbereitung bin ich auf ein Phänomen gestoßen, nämlich auf den Hebenstreitstrich. Lieber Manfred, kannst du uns erklären, was es mit dem Hebenstreitstrich auf sich hat? Ja, dieser Hebenstreitstrich ist sozusagen von meiner Bekanntheit entstanden, dass viele Sammler oder Interessenten festgestellt haben, dass sich eigentlich durch alle Arbeiten ein bestimmter Wiedererkennungsstrich sich sozusagen wie ein roter Faden durchzieht. Und das ist natürlich für einen Künstler immer sehr wichtig, eigentlich sozusagen eine eigene Sprache oder eine unverkennbare Sprache entwickeln. Und so hat sich herauskristallisiert, dass immer wieder viele Leute gesagt haben, ja, das ist der sogenannte berühmte Hebenstreitstrich, der unverkennbar ist. Und der zieht sich, wie gesagt, wie ein Faden durch meine, naja, über 40 Jahre jetzt eine malerische Tätigkeit. Auch durch die letzten Werke jetzt praktisch, die du da ausgestellt hast. Ja, verständlich. Ja. Wenn man genau schaut, ich kann den Strich sozusagen fast in jedem Bild genau zeigen, wie der sich immer wieder wiederholt oder sich weiterentwickelt. Im Laufe deines künstlerischen Schaffens hast du immer wieder neue Techniken angewendet. Sind das zeitlich ganz verschiedene Entwicklungsphasen oder macht es dir einfach Spaß, immer wieder neue Techniken auszuprobieren? Ja, die Techniken entstehen meistens mit der Herausforderung von verschiedensten Aufträgen. Zum Beispiel auf den Spiegel bin ich gekommen durch eine Einladung für zum Beispiel in dem Fall war es das Schloss Ort für die Landesausstellung, wo ich mir überlegt habe, wie kann ich eben meine Arbeit dort besonders irgendwie in den Raum setzen. Und so sind Spiegelarbeiten entstanden, die sich jetzt natürlich schon über längeren Zeitraum wieder weiterentwickeln. Also das heißt, oder Glasarbeiten, das sind immer wieder Techniken, die mich faszinieren. Ich entdecke zum Beispiel, in der Bretagne habe ich die wunderschönen Glasfenster in den Kirchen entdeckt und habe mir gedacht, ich probiere das einmal aus und habe dann festgestellt, dass das ein Medium ist, das mir persönlich sehr liegt und ich sehr gerne habe. Und so wird es dann sozusagen immer wieder mein malerisches Spektrum erweitert. Manfred Hebenstreit ist eine vielseitige Künstlerpersönlichkeit. Malerei und Grafik ist zwar sein eigentliches Metier, doch vor 20 Jahren integrierte er auch die Glasmalerei in sein Werk, gekoppelt mit Fotografie und Beleuchtungstechniken. Also dieses Bild an der Stirnwand ist eigentlich die Quintessenz vieler längeren Jahre Arbeit, wo ich vor allem jetzt an einer meiner Hauptbeschäftigungen, es geht um das Licht, also die Malerei in zum Beispiel Stichwort war vorher schon Schottland, da fasziniert mich einfach die Wolkenstimmung und das Licht. Wie kann ich das malerisch am besten natürlich rüber transportieren für den Betrachter? Und in dem Fall zum Beispiel, das ist auch ein Unterwasserbild und da geht es auch natürlich wieder um das Thema Licht. Wie bricht sich das im Wasser das Licht von der Sonne oder durch die Wolkeneinfälle? Und das war natürlich Stück für Stück, wie kann ich das eben sozusagen technisch weiterentwickeln. Und so ist das eben mit dem Glasmalerei entstanden und in dem Fall sind das jetzt mehrere Schichten auf Glas, sozusagen hineintransportiert. Das heißt, Schichten heißt auch, dass es mehrere Glasplatten sind, deswegen eben schon eingangs erwähnt das Gewicht. Und das ist ein Prozess gewesen, der sich über mehrere Jahre sozusagen weiterentwickelt hat, bis ich wirklich zu der richtigen Freude für mich selber, dass ich sage, jetzt ist der Faszination geglückt. Lieber Manfred, ich danke für diese Möglichkeit, auf eine ganz andere Art deine Ausstellung kennenzulernen dürfen. Wir haben auf unserer Homepage die Videobotschaft, auf YouTube verschiedenste Social-Media-Kanäle. Also ich glaube, unsere Villa Seiland Kunstfreunde haben viele, viele Möglichkeiten, die Ausstellung zu besuchen. Aber auch hier, wie wir schon gesagt haben, vor Ort bis 4. Februar, täglich von 9 bis 21 Uhr. Es ist Informationsmaterial, das man bei uns an der Rezeption abholen darf. Du hast Bücher bei uns für den einen oder anderen Kunstinteressierten. Also ich glaube, wir haben das unsere getan. Wir gemeinsam in der Vorbereitung und jetzt eben auch mit der Ausstellungseröffnung, dass wir Corona strotzen und trotzdem eine tolle, tolle Ausstellung haben. Ich danke dir sehr. Und ja, also die Zusammenarbeit macht einfach Spaß und ich hoffe, wir sehen uns im Zuge dieser nächsten 3 Monate noch sehr oft bei uns in der Villa. Die Ausstellung Wasser sehen, Land spüren von Manfred Hebenstreit ist noch bis 4. Februar 2021 in der Villa Seiland Galerie in Bad Ischl zu besichtigen.